In unserem Dezember-Kletter-Report können wir euch eine richtig sensationelle Kletterhalle vorstellen. Im Kletterzentrum Stuttgart warten nach dem Erweiterungsbau im Jahr 2009 4000 Quadratmeter Kletterfläche und um die 460 Routen auf euch. Da haben die sonst für Sparen bekannte Schwaben mal ordentlich was hingestellt. Mit dieser Fläche gehört das Kletterzentrum in Stuttgart zu den größten Kletterzentren der Welt. Hosanna schreit es durch die Ulmer Oststadt. Wir können alles außer Hochdeutsch? Wohl wahr. 2939 Quadratmeter Kletterfläche stehen im Inneren bereit. Das bedeutet bei einer Maximalhöhe von 16 Metern eine Routenlänge bis zu 28 Metern. Bei dieser Höhe ist es sogar möglich, einen Standplatz zu bauen, um sich für mehr Seillängenrouten vorzubereiten. Also ordentlich frühstücken, meine Damen und Herren, denn wer diese Halle besucht, der braucht ein großes Energiepolster. Georg Hoffmann, der Geschäftsführer der Kletterhalle der DAV-Sektionen Schwaben und Stuttgart, war so freundlich, uns in einem sehr informativen Gespräch die Halle zu erläutern. Bei dem gemütlichen Plausch hatte er noch einige spannende Routentipps für uns und zudem noch ein paar interessante Informationen für weitere Kletterabenteuer. Selbstverständlich werden in Stuttgart regelmäßig neue Routen geschraubt und man merkt sofort, dass Profis mit sehr viel Leidenschaft am Werk sind. Das Gesamtkonzept der Halle mit Bistrobereich und dem Umkleidekabinen überzeugte uns und bei einer Tasse Milchkaffee kann man auch schon leichter über seine persönlichen Niederlagen hinwegkommen. Für DAV-Mitglieder kostet das Tagesticket 10,50 Euro und für Kinder dann 7,50 Euro. Wer kein Mitglied ist, ist mit 14,50 Euro für den Erwachsenen und 10,50 Euro für Kinder und Jugendliche mit dabei. Und natürlich werden hier Kletterkurse, Teambildungsmaßnahmen und Kindergeburtstage angeboten. Um sich einen Überblick der Kurse zu verschaffen, empfehlen wir euch einen Besuch auf der Webseite der Kletterhalle. Der Boulderbereich hat 250 Quadratmeter und die Trainingsbedingungen sind hier einfach sensationell. Kinderfreundlich ist es hier und wir schauten schon ein bisschen neidisch auf das große Pizzablech der Kleinen, das wohlverdient nach der Anstrengung des Tages verputzt wurde. Der Außenbereich hat uns am Abend noch völlig den Rest gegeben. Der Betonfelsen macht einen Riesenspaß. Visuell ist das Gaudi-ähnliche Gebilde klasse zum Vorstieg trainieren. Die skulpturartige Form verwirbelt einem ein bisschen die Optik und ist einfach mal was ganz anderes. Also ordentlich Echsen mitnehmen, liebe Freunde. Mit der Trainingswand am Gebäude stehen euch hier ca. 145 Routen zur Verfügung und das bei einer Höhe von 14 Meter. Da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Fazit von uns. Ein Tagesausflug nach Stuttgart können wir mehr als empfehlen. Es war bisher die schönste Halle, die wir in diesem Jahr besucht haben. Hier passt einfach alles. Super Service, klasse Routen und man fühlt sich sofort wohl. Einziger Nachteil, wer glaubt nach dem Klettertag noch einen gemütlichen Einkaufsbummel zu machen, sollte die Kondition eines Elefanten besitzen oder so vernünftig sein, rechtzeitig aufzuhören. Zwei Faktoren, die bei uns mit Sicherheit nicht zu finden waren. Dementsprechend fertig kamen wir dann auch in Ulm an, mit dicken Armen, aber einem glückseligen Lächeln.